Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Story Season Sins of Minotaur. Und ich habe fast vergessen, die Aufnahme zu starten, weil wegen Geburtstag und so liegt wahrscheinlich daran, weil ich schon länger gespielt habe, aber kann ich gleich sagen, warum. Also heute ist der Geburtstag von Karel. Eigentlich war, glaube ich, vor 2 Tagen der Geburtstag von Kirsche. Aber den weiß ich nicht, wie man den auffinden soll, weil er halt ein Naturgeist ist. Deswegen aber, naja. Wow, ist das wirklich für mich nicht möglich? Heute habe ich sogar Geburtstag. Du hast das gewusst? Ach, deswegen also? Danke, das ist so cool von dir. Ja, und ich habe. Achso, es ist so hoch angesetzt, okay. Die Kamera. Okay. Ich habe nämlich noch 2 Juwelen der Wahrheit gefunden. Einmal bei dieser Statue hier. Hier, oh, hier kann ich gleich mal hingehen. Oh, was ist denn hier los? Hallo Luna, gutes Wetter ist so ein See. Ja, so. Ist er mehr in der Kirche oder wie? Ach so, die treffen sich ja da immer. Können wir ja mal mit Cliff wieder reden. Okay. Und hier bei der Straßenlaterne gab es auch eine. Weil die findet man manchmal. Manchmal muss man auch Geld bezahlen oder sogar noch mehr Sachen machen. Und ja. Nee, und mit der Mondlichtnacht, keine Ahnung, was da los ist, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, weil das Ding ist, ja, da war halt nichts. Ich bin um 18 Uhr da hingegangen zum Mutterhügel, aber irgendwie, ja, ist nichts passiert. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch alles soweit heute, ne, gemacht. Dann können wir auch den Tag vorspulen, weil ich habe jetzt eh nichts mehr zu tun, aber ich will euch noch erzählen, so. Warum ich jetzt erst bei Karen gestartet habe, wie schon gesagt, erst war ja dieses Mondlichtnachtgedöns. Und ja, und das ging ja halt nicht. Und, ach ja, ich wollte ja Paprika anpflanzen, genau. Paprika. Ist auch eine Herbstpflanze, nämlich deswegen. Habe ich mir von Juan gekauft, weil sonst hat er halt nichts. Und ja. Easy. Haben wir heute wohl nicht so viel zu tun, mal können wir glatt wieder vorspulen. Nee, und da dachte ich mir so, ich habe das zweimal, ich habe es sogar nochmal geschaltet. Also sprich, man kann ja den Tag nochmal einlesen. Das habe ich dann auch getan. Aber da war immer noch nichts. Und ja, keine Ahnung, was da los gewesen ist. Und dann. Ja, wollte ich eigentlich Kirsches Geburtstag. Das war, glaube ich, direkt den Tag. Und ja, aber da habe ich ihn halt nicht gefunden. Und naja, dann können wir auch wieder pennen gehen, ja. Ach nee, ich wollte ja immer Grey Schokolade geben, ne? Ja, weil, nämlich, ich kann es ja euch zeigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist. Ach nee, das muss man anders machen. Das muss man anders machen, nämlich Bewohner, weil man sieht. Brand ist ja hier ganz und der hat einfach mehr dieser Noten als Gray. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist. Und dieses lilane Herz halt. Und ja, und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie das mit den Geschenken aussieht, glaube ich. Und da ja Gray Schokolade mag, muss und naja. Ach, der hat tatsächlich. Ist, glaube ich, mehr. 1, 2, 3, 4. Und wie viel hat er? Oh, er hat ein Dings mehr. Ah, aber ich glaube, das ist echt so. Ja, dann können wir ja nochmal gucken. Nee, und deswegen bin ich denn bei Karen halt gelandet. Also habe halt da weitergemacht. Und ja. Ach, wir können uns auch einfach um die Felsen kümmern. Das wollte ich einfach nur erklären, warum. Ich jetzt bei Karen angefangen habe. Ich glaube auch, jetzt habe ich vergessen, das nachzugucken. Sorry, falls ich nochmal ins Haus gehen muss. Nämlich, ich glaube, wer hat denn? Ja, das was am 18. Herbstderby, genau. Und dann der Geburtstag vom Doktor. Ach ja, die Felsen. Schon wieder fast vergessen, oh Mann. Also wir können diese Felsen hier wegmachen. Dauert zwar ein bisschen. Und
Und ich glaube, ich konnte die Sache, weil ich habe so gedacht, ja, also über das von, wollte schon sagen, vorhin, vor, ich glaube, einem Part oder so, mit Gray, ne? Das hat man nämlich schon mal gesehen, aber ich habe es ja verschissen, diesen Herzquest. Und dann dachte ich mir so, vielleicht geht das auch gar nicht, dass man das halt zweimal gucken kann. Aber kann man ja, weil bei Brandon haben wir das ja auch aus Zufall nochmal doppelt halt gesehen. Und ja. Deswegen mache ich jetzt nur noch den Stein und dann können wir zu Gray gehen und ihm die Schokolade geben. Ich habe erstmal 5 Stück gekauft, eine habe ich aus Versehen gegessen. Ja. So, dann gehen wir mal rein. Hallo? Das Herbstjahr steht vor der Tür. Du solltest definitiv hingehen, wenn du kannst. Ja, ich wollte eigentlich zum Monat schon hin, aber es ging ja dann auch nicht. So, hier, Schokolade. Danke, ich muss schon sagen. Schön, Freunde zu haben, lieber Blub. Weil dann könnten wir unsere Chancen nochmal um das Liebesgeständnis auch erhöhen. So, und jetzt können wir einen Tag vorspulen. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns zum Herbstderby wieder. So, und zu Ende ist es auch mit der Pause, denn es ist 10 Uhr. Gut, jetzt 10:20 Uhr. Ab zum Hauptplatz. Yay! Hab schon wieder hier Kabelsalat, ey, oh Mann. Okay, dann sprechen wir mit den Leuten. Wie immer. Boah, sieh dir die ganzen Pferde an. Was für prachtvolle Tiere. Ja, das stimmt. Bei Pferderennen fieber ich immer total mit. Ich kann einfach nicht anders. Sie sind so spannend. Was für ein tolles Wetter. Wir haben heute, also was wir heute haben. Und sieh nur die ganzen schönen Pferde. Oh, Julia wollte die Pferde sehen. Also bin ich vorsichtshalber mitgekommen. Es wäre alles andere gut, wenn ihr Gesundheitszustand sich verschlechtert. Ich hoffe, dass ihr ein wenig Frischluft gut tun wird. Aber ja, muss. Immer wenn dieses Ereignis stattfindet, kann ich vor lauter Aufregung die Nacht davor nicht schlafen. Hast du daran gedacht, ein paar Tickets zu kaufen? Der Bürgermeister verkauft welche, falls du Interesse hast. Scheint ziemlich toll zu sein, ein Pferd zu reiten. Die Rennen sind ebenfalls eine Gelegenheit, jedermanns Pferde zu sehen. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Ereignis so mag. Es macht echt Spaß, bei Pferderennen zuzusehen, nicht wahr? Ich freue mich immer auch sehr, dieses Ereignis. Ray ist dieses Mal also gekommen, was? Gut, im Frühling hat ihn sein Großvater nicht gelassen, also freut es mich für ihn. Oh, okay. Pferde sind ja unglaublich tolle Tiere. Ich wünsche ihnen unbedingt einen Siegeswillen beim Rennen, das war ja wieder klar. Opa hat mir erlaubt, mir heute ein wenig freizunehmen, damit ich herkommen kann. Ich werde gleich mal rübergehen und ein Ticket kaufen. Ich glaube, dieses Mal werde ich ein Rennticket kaufen. Ich frage mich, auf welches Pferd ich setzen soll. Okay. Willkommen. Bist du bereit für das Rennen oder möchtest du ein Rennticket kaufen? Ich gebe auch die Preise aus. Rennstern-Ticket kaufen, Rennstern, Preise abholen, Ticket kaufen. Beginnt das Rennen. Also. Habe ich jetzt nichts gekauft, weil ich wollte nämlich nichts kaufen. Weil da stand, willst du nichts kaufen und nicht so. Ja. Ah, ich habe keine Ahnung. Erster Platz Prime Rose, zweiter Platz Max in Ion in Wo willst du zu jumpen, um mir dahin gegen Preise einzutauschen? Nee, nur so Rennen starten. Es ist halt dasselbe wie halt das im Frühling, wie ja schon rein. Rain. Penny oder so, Colton und Belle. Deswegen ist es nicht so.
spannend, sage ich mal so, weil wir das schon mal gesehen haben, aber naja. Ich drücke mit. Wir können ja leider knapp nicht mitmachen, weil halt der liebe Brownie noch nicht ausgewachsen ist. Erster Platz ist Bill, zweiter Platz ist Rain, Epony und Colton. Epony hört sich gar nicht so an wie Epona, ne? Kann ich. Ah, ich kann ja trotzdem mit ihm gehen, ne? Kann ihm ja auch eine Schokolade schenken, wenn er will. Okay, kann ich nicht. Keine Schokolade. Du weißt aber, dass die Rennen erst noch stattfinden müssen, ne? Ja, dann mach doch. Oh. Oder muss ich mit dir reden? Entstanden. Klar. Hervorragend gut, dann serielle Sternmarkierung. Muss ich Silberstern, Grübel und Fireboat? Ah ja. Ich sage irgendwas mit Sternchen gewinnen. Sternchen hieß das doch, ne? Oder irgendwas mit Sternen. Sternen-Dings. Ja, Silberstern, genau. Krümel, Hudson, Firefood. Firefood, ah, okay. Ah, muss man das mehrmals machen? Jubilar, Kraft, Gesichtsmaske, Lotion, Sonnencreme, Halskette, Brosche, Diamant. Nein, möchte ich nicht. Okay, ist jetzt eigentlich vorüber. Ah, es hat Spaß gemacht. Na, dann zurück an die Arbeit. Ja, dann können wir ja ins Bettchen gehen. Den hat der Doktor Geburtstag. Also bis gleich. Und hallo und herzlich willkommen. Oh, da muss ich gucken, was ich denn antworten muss. Ich wollte eigentlich mal Brandon besuchen. Einfach so, um zu gucken, ob er uns freundlich, also ob er mit uns freundlicher. Redet. Weil sonst hat er doch immer so gesagt, so, er ist so freundlich, hallo? Und dann so, was ist mit dir los? Was willst du? So nach Motto. Und ich mir auch so dachte, Junge, was ist mit dir los? Und dann, ne, und dann wollte ich halt gucken, weil wir ja jetzt ein so Noten mehr haben und ein Herz mehr. Ob er denn freundlicher zu uns ist oder was anderes sagt, was anderes antwortet, weil bei Gray ist es ja auch so. Ja, und dann bin ich in dieses Herz-Event reingeplatzt. Hä? Ah, Luna. Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Wenn du nichts Wichtiges von mir willst, dann komm bitte spä. Nein, das nehme ich zurück. Luna, ich muss dich etwas fragen. Okay. Was? Avantgarde? En garde? Keine Ahnung. Heißt das en garde? En garde? Also en garde? So wie beim Fechten immer dieses en garde. Und dann oder mit dem Schwert oder so, keine Ahnung. Sündhaft frei. Welches Bild erscheint bei diesen drei Worten vor deinem geistigen Auge? Keine Ahnung. Nein, nein, egal. Vergiss, dass ich dich gefragt habe. Ich habe einen Auftrag für ein Kunstwerk, mir diesen Inhalt bekommen, aber ich finde nicht ganz die richtige Inspiration. Ich dachte, die Sicht eines Außenstehenden könne das Feuer meiner Kreativität entfachen. Deshalb hatte ich dich gefragt. Aber schließlich ist meine Aufgabe und nicht deine. Wenn ich dir nichts dazu einfällt, macht das auch nichts. Okay, was muss ich da antworten? Ich habe gerade Freundschaft 1, graues. Jetzt verstehe ich das. Man hat zwar das Lila. Ach, man hat das Herz, aber man muss das machen, was davor ist. Ach so. Weil hier steht, Freundschaft ein graues Herz. Montag, Mittwoch. Antwort, wie eine Katze ist plus 3000 Dinger und sowas wie eine Kette. Also müssen wir das mit
Katze antworten. Also vielleicht etwas mit einer Katze. Etwas mit einer Katze, eine außergewöhnliche Herangehensweise und doch eine seltsam überzeugende Antwort. Katzen und Ketten. Sich aus Ketten befreien. Verstehe, verstehe. Meine Inspiration ist entfacht. Ich habe einen Weg gefunden. Nun bleibt ihm noch, ihn zu beschreiten. Okay. Wie ich sehe, habe ich dich verwirrt. Ja, du verwirrst mich die ganze Zeit mit deinem Gelaber. Also Kunstliebhaberin bin ich jetzt auch wieder nicht. Um die Inspiration zu entfachen, bedarf es zuerst eines kreativen Funkens. Zwiesprache mit der Natur. Eine Mahlzeit, ein Gespräch mit anderen. Der Funke kann von überall einschlagen, doch stellt er sich höherer Gewissenheit bei einer ungewöhnlichen Beschäftigung ein. Und deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ich bin kein Freund nichtssagender Plaudereien, aber auch kein Narr, der jegliche Konversation verachtet. Und kurz gesagt, die Zeit, die ich mit dir im Gespräch verbracht hatte, hatte sowohl Sinn als auch eine Bedeutung. Nun bin ich überzeugt, ein Stück gestalten zu können, das der Mühe wert ist. Hab meinen Dank. Nun muss ich der Muse freien Lauf lassen, damit diese Idee Gestalt annimmt. Bitte störe mich nicht. Okay. Okay, also ist das immer. Warte mal, ich muss nochmal gucken. Also, wir haben ja eigentlich das lilane Herz. Freundschaft 2. Aber wir müssen das davor machen. Also, wie eine Katze und dann kommt Brandis im Haus, Freundschaft 2, lila Herz, Mittwoch bei jedem Wetter, weil der Wein ein Kunstwerk ist, ihr haltet Brandis Skulptur. Wann muss ich dahin? Montag bis Mittwoch, Freitag bei jedem Wetter 13, gutes Haus zu sein, Brandis im Haus, ein leerer Platz in der Tasche. Montag, was haben wir jetzt? Montag, also Mittwoch. Okay. Sehr, sehr strange. Okay, dann stören wir ihn halt mal nicht, aber wow, ihr Gefühlsmacher hier. Eieieiei. Man muss auch Schokolade kaufen. Ich wollte ihm eigentlich noch. Der Doktor! Oh shit. Doktor, ich komme. Der hat ja Geburtstag, shit. Hey, das heißt, ich muss denn wieder das mit dem Opal machen? Also sprich, ich muss, aber wir haben doch das lila Herz im Moment schon gesehen. Oder kann man das immer nur direkt da vormachen? Hey, ich check immer diese Bedingungen nicht, also wann man etwas machen kann und jetzt bin ich hier völlig. Shit. Wo ist das Krankenhaus nochmal? Ist hier? Nee. Ich glaube, das Krankenhaus hat jetzt eh zu. Ah, ich weiß, wo das Krankenhaus ist. Es ist hier, ne? Ne? Mineralklinik. Ja, das war ja auch schon wieder klar. Na toll. Naja, egal. Oh, ey, ich würde so gern jetzt dieses Spiel, ey, spielen. So, dann lasst uns mal bei Brandon jetzt gucken, nochmal. Also jetzt nicht jetzt so im Spiel gucken, sondern halt, also schon im Spiel gucken, aber halt beim Herzen so. Also wisst ihr, wie ich meine? Diese Anzeige halt. Dann können wir das verkaufen, den Rest ballern wir im Schrank rein. Und eigentlich wollte ich bei Goats auch noch was gucken, aber naja. Nämlich, nein. Oh, warum? Ich kann doch hier gucken, Bewohner. Oh, bei Gray haben wir irgendwie Gespräch, Geschenk und drei Dinger, okay. Brandon haben wir auch dasselbe mit dem Gespräch und dem zweiten Herz, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bettchen und ich würde sagen, ich mache dann auch nichts mehr. Ja, ich mache dann auch nichts mehr. Ich speichere jetzt nochmal. Eintrag schreiben, da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.